Ja, wie gesagt, das ist so von dem, was ich immer von Killer 7 gesehen habe. Hat mich halt interessiert. Deswegen generell so diese ganzen von Grasshopper. Hat mich schon immer mal interessiert. Was ich aber wahrscheinlich dann eher mal machen werde, weil das ist way more easy. Ich werde wahrscheinlich demnächst einfach mal No More Heroes zocken. Um genau zu sein, No More Heroes... Heroes Paradise? Alter, hat er mir einen Speer in den Kopf geschmissen, der Psycho. Alter. Ja, aber ist aber nett von dir, Angel. Ich werde es dann nur trotzdem mir wahrscheinlich für PS2 holen. Einfach Sammlergründe. Weil sonst würde ich mir jetzt für ein Spiel quasi einen PS2-Emulator holen. Aber das muss nicht sein. Weil PS2-Spiele sind an sich omega günstig. Also aktuell ist die Zeit, um PS2-Spiele zu kaufen. Weil du die für echt günstig kriegst. Also da kannst du ja schon... Butterbrot ist teurer. Kostet so viel wie Butterbrot. Ich möchte ein Butterbrot. Die Dinge habe ich ganz vergessen. Cross by using bombs. Oh, cross by using my ass. Pressing A. Vor allem, ich habe das jetzt so gemacht. Genau das. Ich habe das jetzt bei mir so umgestellt. Mein GameCube-Controller. Also mein... Hi. Das ist einfach ist wie die, wie normaler GameCube-Controller. Obwohl es ein Xbox-Controller ist. Es ist voll pfeffnig. Ach da. Jetzt habe ich quasi einen Xbox-Controller, der gemappt ist wie ein GameCube-Controller. Einfach weil mein Muscle Memory so funktioniert. Also ich bin merkwürdig. Wie komme ich da? Achso, da muss ich erstmal. Einmal so. Ups. Doch nicht so. Use the big bomb. Use the fuck you. Ich weiß schon, was ich mache. Well, das war eine scheiß Idee. Na gut. Na, mein Problem ist, weil mein PS2 nicht mehr funktioniert. Ja gut, dann ist das was anderes. Meine funktioniert halt einwandfrei. Deswegen habe ich aktuell Spiele, beziehungsweise ich hab sie generell lieber in meinem Regal stehen, als irgendwie als Dateien auf meinem PC. Ich bin generell so ein Typ... Boah, nerv nicht. Ich mag auch so das System von Spielen auf der, Download nicht so sehr. Ach shit, ich habe noch keinen Bombensprung, also kann ich da nicht hin. Ich habe ein paar Spiele, auf meinem PlayStation Plus, also auf meiner PS4, ready to download. Aber ich bin einfach kein Fan davon. Ich hab Spiele lieber direkt bei mir, you know? So Sammelding, ne? Aber ja, die Dinger sollten ursprünglich noch rassistischer sein, als sie ohnehin schon sind. Ich meine, meine Güte, sind die rassistisch. Ich meine, guckt's euch mal an. Einheimische und, ne? Ich meine, ich wusste es auch nicht. Ich habe das auch erst vor ein paar Monaten gelernt. Diese Typen sollten noch rassistischer werden und ich so will. Enter the settlement. Opa, ne? Ich schwöre dir. Ich mach Bombenasche aus dir. Au. Okay, ich dachte, ich könnte ihn nochmal treten.
Vor allem, an sich ist Bomberman ja echt ein Arschloch, ne? Ich meine, guck mal, ich komme hier, ne? Ich komme bei denen ins Dorf und zerstöre. Ja, ich habe einfach deren Haus umgeschmissen. Das möchte ich nur mal so nebenbei betonen. Kann man nichts mitmachen? Nö, okay. Der schmeißt seinen Speer unter die Zeit seines Lebens. Nein, ohne Scheiß, ich frage mich gerade, wer hier der Böse ist. Die Higgy Higgys oder hier? Immer, Alter, die halten die in Käfigen. Und meine Güte, du könntest einfach, ne? Du müsstest einfach nur, hättest einfach nur drüber springen müssen. Dein Leben hätte verschont bleiben können. Aber nö. Däppchen. Oh, hi. Das versuchst du bitte... Hallo. Das ist unhöflich. Das ist unhöflich. Meine Güte. Oh! Denke sie einfach nur... Bäh. Ich mag diese Viecher. Das ist einfach merkwürdig. Und swoop. Phasen weg. Boah, ich freue mich richtig auf die zweite Welt. Einfach, wenn du denn nicht mehr darauf warten musst, dass... Stirb. Ich mich... Bomberman hat auch nie selbstständig springen gelernt. Das ist auch so eine Sache, die man mal, ne? Die muss man sich mal in Gedanken rufen. Der Kerl hat nie selbstständig springen gelernt. Er leidet dasselbe Schicksal wie Link. Also fast zumindest. Ich meine, Link hat ja... Ja, geil. Link hat gelernt mit der Zeit, ne? Breath of the Wild, Dude kann springen. Aber, ne? Das hat gedauert. We've been a long way. Und wieder. Ich bin eigentlich nur auf der Durchreise und zerstöre einfach mal deren Häuser. Like it's nothing. Ne? Boom. Double kill. Gorbatschow! Hat der gerade gebrüllt? Gorbatschow? Du, der gute Gorbatschow, der kann dich jetzt auch nicht retten. Gorbatschow! Ups. Und wieder komplette Häuser zerstört. Seit dem ersten Link sind 10.000 Jahre vergangen, wenn er selbst springen konnte. Ja, ne? Merkst du selber. Der Kerl hat 10.000 Jahre gebraucht, bis er springen konnte. Selbstständig. Gorbatschow! Brüllt einfach nur dumm rum. Oh, das ist schön. Gorbatschow! Ich sag's ja nur ungern, Dude, aber Gorbatschow kann dich jetzt auch nicht retten. Der kann dir auch nichts tun. Da kannst du dir deinen riesigen Gottesanbeter schnappen. Ne? Das Ding ist... Wow. Long live the king und so, ne? Ach stimmt, hier da kam noch eine Stage. Man muss so eine Klippe hoch. Total vergessen, das Ganze. Area clear. Immer diese Wodka-Trinker. Wodka is good for you. Ah, genau, die Hügel. Ich muss mal gucken. Vielleicht, ne, vielleicht, ich weiß, dass hier wieder so ein Pokémon rumpimmelt, aber ist vom Typ Wasser. Könnte also tricky werden, weil mein Viech ist Feuer. Und ja, das Spiel hat tatsächlich so ein Elementarsystem, was das angeht.
geht doch. Wenn deine Pflanzen, by the way, wie Hunde klingen, mal weißt du auch, da ist irgendwas nicht cool in deiner Hütte. Da ist irgendwas nicht cool in deiner Hütte. Plus, wenn deine Dorfbewohner die ganze Zeit nach Gorbatschow brüllen. Ich meine, hat mal irgendwer dieses Spiel hier 100% gemacht? Gibt es irgendwie einen Beweis, dass es eine, irgendwie so ein 100% Bonus gibt? Gorbatschow! Weil das ist etwas, was mich tatsächlich mal interessieren würde. Hat jemand dieses Spiel mal so weit gespielt, dass er alle diese Blitzkarten hat, sodass er quasi, ne, würde das bedeuten, you got Platin in Bomberman Generation? Okay, das jetzt nun nicht, aber wie gesagt, ich habe immer so mit diesen Karten das Gefühl gehabt, es ist so ein System wie in, hier, Bomberman 64 mit den goldenen Karten. Sprich, du, schaltest hier so nochmal eine extra Stage und Storyline frei, weil du das Ganze dann 100% gemacht hast, sag ich mal. Turbo-Tarber-Tipp. Hält das so oder brauche ich eine große dafür? Brösel. Brösel. Ich weiß halt, dass hier irgendwo ein Bomber ist. So ein kleines Pokémon. Da wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Ich muss mir erst mal dran erinnern, wo. Halt die Fresse, Opa. Du gehst mir echt auf den Sack mit deiner Scheiße. Gut, bring ich dich halt mit um. Ja, kein Problem mit. Okay. Mach diese Happy-Go-Lucky-Musik. Ah, geil, ein bisschen Leben. Yikes! Dann komme ich nicht runter. Makes me sad. My BD. Okay. Bumm. Nix. Mann. Ich glaube, die Brücke kann ich sprengen. Da brauche ich Windbomben für. Ja, es gibt Windbomben später. Sei ich sogar voll der coole Shit. Oh ja, ich erinnere mich, das Level war eigentlich total verwirrend. Hm? Wie auch immer die Gegner ausgebrochen werden, er ist echt MVP. Durchaus. Gorbatschow! Denkst, Gorbatschow, er will einfach nur sein Wodka, mehr will er gar nicht. Alter, das hätte mich sogar fast getroffen. Ja, und Kratos hat's verlernt, stimmt. In Dead of Boy kann er nicht springen. Das habe ich ganz vergessen. Warte mal, ich konnte doch. Oder? Okay, warte mal. Das heißt ja mal, ne? Ah, okay. Ich brauche eine große. Ja, stimmt, wenn man das mal so betrachtet. Alter! Halt die Fresse! Okay, ich könnte auch hier längs hoch. Okay. Na, wenn das so ist. Na, wenn das so ist. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Felsen sich einfach denkt, to fuck gravity, und kommt wieder zurück und basht mir eine. Gorbatschow! Ah, da oben ist er. Da will ich hin. Da oben will ich hin. Halt doch die Fresse, Mensch! Alter! Du bist ja richtig tedious. Du bist ja schlimmer als der Stay Hydrated Bot. Und der geht mir schon auf den Sack.
Ich meine, eigentlich der einzige Job des... Ach, fuck, ich muss dann der... Natürlich muss ich an der Seite runter. Das heißt, wir müssen jetzt da mal komplett rüber. Da wieder... Ich will das Ganze nicht 100% machen. Ich möchte nur so viel zeigen wie möglich. Ne? Weil, ne? Ist so. Ist halt so. Lebt halt damit. Müssen wir halt alle mitleben. Müssen wir halt kleben mit. Zup. Einmal zup. Oh cool, es war absolut wertlos. Absolut eine Zeitverschwendung. Das ist geile Alter, der Typ, ne? Gib dem Kerl eine fucking Gehaltserhöhung. How do I... Au. Schlimme Idee. Ich sollte echt aufhören, einfach so in Schaden reinzurennen. Warum hast du eigentlich so einen Bot, weil den jeder hat? Du, da wirst du nicht nach Erlaubnis gefragt. Hm. There's loot. And where's loot? There's a boot. Ich meine, where's loot? There's loot. Er hier hingegen ist absolut anti-MLG. Man, er denkt einfach nur, ja geil, ich hab, ne, ich werde heute nicht bezahlt, also arbeite ich auch nicht so viel. Meine Güte, wo geht denn das hier überall hin? Ja, war mal hier. Ah, ich her. Ah, fuck. Das ist der Shit. Und flup. Na 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 na. Hier ist nix. Geiler Scheiß. Da. Ah, Wasserfall. Okay, I get it. Das heißt, jetzt muss ich wieder irgendwie zurück. Geil. Komme ich irgendwie wieder zurück? Ich hoffe, ich komme wieder irgendwie zurück. Ich meine, da war jetzt nix. Oh boy, ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Oder? Das wäre Bullshit. Es muss doch irgendwie einen Weg zurückgeben. Irgendwo muss es doch... Ne? Vielleicht bei ihm hier? Hier, Special. Meine Güte, ich bin gerade hochgelevelt eigentlich. Ich hätte den einen Typen da wirklich gerne. Weil seine Fähigkeit eigentlich voll cool ist. Basically, den wir uns da holen können, der hat fucking, ne? Ach, du sollst das richtig machen, du. Ich glaube nicht, dass das genügt. Okay, genügt doch. Okay, jetzt können wir den gesamten Weg zurück. Geil. Ich hoffe doch. Ne, sind wir wieder hier. Ja, umso besser. Dann können wir immerhin, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Also er ist auf jeden Fall in besserer Verfassung als alle anderen. 69. Bashen. Nicht so sehr bashen. Ja, genau. Marineel. Das Ding ist Level 25. Jesus. Und er blockt. 3 Damage. Ne, wie süß. Oh, Mad Blö. Natürlich. Okay. Geil, no damage. Ja, das Ding ist ein bisschen busted. Es ist der, ne? Ach. Stimmt ja. Ja, geil. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Mein Dude hat irgendwie überhaupt nichts gemacht.
Ich sag ja, das Ding war so, das war schon immer ein Assi. Yay. Alter, er hat dasselbe wie ich. Das Problem ist, seins macht viel mehr Schaden wegen, ne? Das ist Jack Shit. Macht er dasselbe jedes Mal? Ich glaube, er macht dasselbe jedes Mal. Ergo, was ist, wenn wir das machen? Jetzt mal ganz blöd gedacht. Ja, wow. Also, er hat schon mal gar keine Chance. Einfach so gebe ich dem Ganzen noch. Wenn ich mache es wie letztes Mal. I let this fucker die. Bleib da halt hier, weil ich nie wieder in eine andere Stage zurückgehe. Warte mal. Wir versuchen es jetzt mal tatsächlich so. Oder warte mal. Versuchen wir mal so. Und dann bashen und dann. Na, gucken wir mal. Okay. Fucking asshole. Genau dasselbe wie ich. Ich mach mehr Schaden, was das angeht, aber sobald er mich ja mal mit dem Scheiß trifft, ne, ist over. Wieso da? Mann! Ey, Buchstabensalat. Ja, fuck this. Vor allem, der ist ja wieder voll, sonst ist eine absolute Verschwendung von, ne, allem. 7 Damage. Das Ding ist Level 25. Alter, wie sollst du erwarten, dass du hier 25 bist? Just saying. Okay, einmal noch, komm. Ich vertraue meinem kleinen, bekloppten Drachen. Komm, jetzt fuck this. Nein? Warte. Das muss wehtun. Alter! Balalalala. Und dann blockt der! Selbst das macht mehr Schaden bei dem. Also eigentlich, sobald du... Nein, will ich doch... Das Ding kann krepieren, er hat sowieso keine Chance. Ja, Wimpy Damage. Ich bin ja der Meinung, das Scheißding Input readet dich. Sagt dem Motto, der nimmt das, also nehme ich das andere. So fuck you. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hochmarschieren. Ganz großes Kino. Den ganzen Weg wieder nach oben und wir kommen ja da jetzt nicht rüber. Was mache ich jetzt? Ich hab doch keinen Plan. Wo soll ich hin? Ich hab keinen Bock zu krepieren. Geh ich denn mal hin? Ach ja, runter kann gut sein. Ich bin der Professor, ich gehe dir immer auf den Sack, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Es ist irgendwie echt das erste Mal, wenn du hier hingehst, ist es irgendwie echt unmöglich, ne, diesen Aalficker da zu klatschen. Er ist irgendwie einfach broken. Ah, warte mal. Ach ja, hier war das. Das Rodage. Ja, geiles Aim. Bomber Boy. Das könnte. Oder auch nicht. Hm.
Ist auch ein bisschen geil wegen der Kamera, dass du sie nicht so richtig schön wenden kannst, so wie sie es eigentlich nötig tut. Ich meine, warum schmeißt du sie nicht rüber? Ich meine, du könntest sie ganz easy rüberschmeißen. Hirch mich. Da durchschmeißen kann ich es auch nicht, ne? Nö. Probably not. Sag mal. Wie war das noch? Mann! Vor allem, warum... Ne? Come on. Ich will nicht näher ran. Was war denn das nochmal? Ja, so nicht. Ist damit was? Kamera, bitte. Boah, meine Güte. Was war denn da nochmal? Fucking hell. Just fucking throw it right, dipshit. Alter, bist du bescheuert? Du sollst es da gerade hinschmeißen, Minion. Ich verlange nicht so viel. Ja, das bringt mir nichts. Du bist echt bekloppt, kann das? So ein bisschen dämlich? Ja, weil rüberschmeißen kannst du es nicht, obwohl es klar und deutlich drüber geht. Und dann hängt es immer irgendwo fest. Meine Güte, Jungchen. Ich gehe jetzt weiter hoch, fuck this shit. Geht nicht, geil, hier oben ist nix. Wie war denn das? Captain Mongo right there. Ja, es geht einfach nicht hoch genug. Den Mast kann ich ja nicht treffen, weil, ne, reasons. Weil der Typ da sich denkt, boah, geil. Aber du kannst es auch nicht in dich schmeißen. Weil die Kamera... Kamera ist dein Freund. Sag mal. Hier gibt es ja echt Klippenregel, ich sag's dir. Schmeißet richtig, Jungchen. Schmeißet richtig. Du bist bekloppt, Junge. Du bist echt dumm im Schädel. Du sollst einfach nur... Gerade. Ne? Das war nicht... Das war doch so. Ja, aber es trifft ihn nicht. Wieso trifft ihn das nicht? Wieso trifft dich das nicht, ja? Ja, das ist Blödsinn. Irr mich. Du Kumpel, ne? Dann stehe ich zu weit weg. Das. Mann! Braucht man dafür diesen. Wahrscheinlich braucht man dafür echt diesen Mariendödel. Aber das wäre ja. Ne, das wäre ja bescheuert. Ich hab gerade echt das Gefühl, ich habe irgendwas komplett vergessen. Ich habe gerade echt das Gefühl, ich habe alles in meinem Leben vergessen. Alles, was dazugehört. Weil irgendwie nichts hier funktioniert. Ja, aber ich komme jetzt ja auch nicht mehr zurück. Ich komme... Warte mal. Ja, hier kam ich wieder zurück.
Nee, gegenseitig beeinflussen könntest du nicht, also. Dann kann ich jetzt hier einfach. Einfach abhauen. Ja, oh, kann ich. Geil. Also dich ja hier in die Luft einfach, weil ich es kann. Meine Güte. Chaotisches Level-Design hier. Meine Güte. Menschen's Kinnass. Kann es auch mal nicht sein. Ups. Ach ja. Noch ein Boss. Oh, Kapurma-Chicky. Kannst du nicht wegen einem Turbo stellen? Nee, eben nicht. Das ist ja das Problem. Gorbatschow! Aber mal, irgendwas muss ich doch hier machen. Also mal davon abgesehen, dass ihr euch gegenseitig umbringt. Nee. Gorbatschow. Pimmelbacke, du. Ich Gott sei Dank, da bleibst du schön stehen. Ja, cool, der King ist da. Der König. Mein König, das ist nicht eure beste Idee. Nur mal so nebenbei. Lol. Achso, ja. Okay, den Boss jetzt mit fast halbem Leben. Das wird witzig. Er redet. Okay, nee, jetzt mal kriegt er mal was wieder, ganz vergessen. Der hat richtig scheiße gekniffelt, jetzt sag ich dir. Da bist du platt, was? Alter, habt ihr merkwürdige Tentakel. Okay, japanisch. Ich fand die Bosse immer irgendwie super cool. Ich weiß auch nicht warum. Man, an sich sind sie auch cool. So vom Design her. Muss mich jetzt nochmal dran erinnern, wie das funktioniert. Ach ja, stimmt, der war ein Arschloch. Das hat sogar getroffen. Sein Gesicht. Sag mal, du bist echt nicht der Netteste, kann das? Da muss man nur genau die Distanz immer abschätzen, wo dieses Vieh längs läuft. Ohne dass es deinen Scheiß wegbolzt. Oder sich generell wie ein riesiges Arschloch benimmt. Und die Tatsache, dass es ein fucking Bombengeschütz hat. Ich bin hier. Hi. Nicht wegkicken tun. Nicht stampfen tun. Arschknödel, ey. Jetzt stehst du natürlich, ne? Jetzt stehst du. Arschgeige. Alter. Nicht kicken tun. Du bist doch scheiße. Boom. Und deswegen freue ich mich auf Welt 2, wenn ich ein fucking Viech bekomme.
Nicht stehen bleiben tun, du Sack! Du Arschgranate, ey. Oh, Alter, nervst du! Ich hab grad echt nicht die Laune für dein Bullshit. Komm jetzt her! Natürlich trifft das nicht. Leck mich am Arsch. Na, nee! Ach, du Mistvieh! Alter, du pimmelst nur durch die Gegend gerade! Ich bin sauber! Schön und cool. Ich hab mich gerade gewundert, was ist das denn jetzt? Hallo. Give me a break, Bomberman. Du kämpfst gerade gegen... Oh, das sieht ja aus wie aus Kingdom Hearts Dream World Distance the Elephant. Wow. Mhm. Get a grip. Das Spiel ist einfach viel älter. Also ich bin so scheiße, dass der Sidekick ankommen muss und mich mir helfen muss. Wow. Ist das so ein Ding, was passiert, wenn du zu schlecht bist, oder? Ja, nee, unter anderem auch, aber eigentlich, wenn du, soweit ich weiß, sobald du eine gewisse Anzahl von diesen komischen Karten gesammelt hast. Wovon ich nicht viel hab, also, ne. Holster? Wusste ich gar nicht. Holster? Sonic Soul, wusste ich gar nicht, dass Holder ist. Ist Holder? Was? Nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, warum. Nee, Holen ist eigentlich nicht da. Das hätte ich mitbekommen, weil ich schon wieder vergessen habe, den Streamer-Modus anzumachen. Ich finde das lustig. Wer weiß, wozu diese Tentakel benutzen und dann komme ich wieder. So, Neptun weiß, wie man mich anlockt. Marzipan. Marzipan. Schmatzipan. Ah, das Schöne ist, ich glaube, wir müssen jetzt noch die Hälfte der zweiten Welt machen, bevor wir endlich das Item bekommen, wofür wir das gesamte Spiel durchmachen können. Einfach diese einfach ferngesteuerte Bomben sind einfach das Brokenste in diesem Spiel. With regard to the Karabombs that you've met and befriended. Du meinst die zwei? Mich hat gerade ein User namens Name Generator geaddet. The fuck? Okay. Gibt er mir jetzt einen Spitznamen? I rate your name. Your name shall be Spaghetti. Alles klar. Hey, Phoenix.